allgemeines Problem bei der Installation von Heizanlagen ist, dass sich die Anforderung des Hauses über die Lebenszeit des Kessels ändern kann. Zum Beispiel kann es vorkommen, dass das Haus ausgebaut wird, weil es in der Familie Zuwachs gab. Dann ist der Kessel eigentlich zu klein. Es kann aber auch vorkommen, dass das Haus gedämmt wird und dadurch weniger Energie benötigt, dann ist der Kessel zu groß. Daher haben wir bei Ökofan nach einer einfachen und praktikablen Lösung zur Leistungsanpassung des Heizkessels gesucht. Bei einer Veränderung der Leistung bei einem Heizkessel ist es notwendig, die Wärmetauscherflächen entsprechend anzupassen. Das ist beim Ökofan Pelletskessel sehr einfach möglich. Der Kessel ist als Rohrbündelwärmetauscher konstruiert und im Auslieferungszustand ist ein Teil der Wärmetauscherrohre durch einfache Verschlusskappen verschlossen. Wenn es nun notwendig ist, die Wärmetauscherfläche zu vergrößern, dann werden ganz einfach einige dieser Verschlusskappen entfernt. Und wenn es notwendig ist, die Wärmetauscherfläche zu verkleinern, werden ganz einfach solche Verschlusskappen noch zusätzlich eingelegt. Mehr ist dazu nicht notwendig. Mit wenigen Handgriffen kann so sichergestellt werden, dass die Heizung auch nach vielen Jahren noch optimal zum Haus passt. Das bringt mehr Effizienz, schont die Umwelt und spart unseren Kunden bares Geld.